Da gab es ja mal so einen Anschlag 2015 oder 16 gegen eine Politikerin mit Messer. Und jetzt dieser Fall Lübcke. Also man sollte wirklich gegen Rechtsradikale härter durchgreifen, mehr SEK-Einsätze. Man soll nicht einfach so zuschauen, wie sich das alles so aufbaut. Man soll schon den Nagel auf den Kopf treffen und schnell alle beseitigen, auch die Sympathisanten der rechtsradikalen Gruppe. Weil Deutschland ist nicht Deutschland von 1933 bis 1945. Deutschland ist jetzt Multikulti, ist modern. Wir haben fast 8 bis 10 Millionen Ausländer mit verschiedenen Kulturen. 1933, 1945 gab es sowas nicht. Darum, man sollte sich schon anpassen. Mehr Deradikalisierungszentren für Rechtsradikale wäre super. Das wäre wirklich super. Das sollte mal aus dem Fördergeld entnommen werden. Ja, also es leben hier schon über 30, 40 Jahre mit uns Ausländer und Migranten. Wir haben bis jetzt immer Seite an Seite miteinander harmonisch gelebt. Dieses Aufhetzen, Aufstacheln von den ganzen Scheiß-Hetzmedien von Bild etc. und Co. Das ist, was irgendwie ein Dorn im Auge ist. Die sollen sich endlich verpissen irgendwann, irgendwie sollen sie endlich Insolvenz gehen. Einer soll mal hier. Wir brauchen so einen charismatischen Führer, also nicht Führer 45, also einen Führer der Neuzeit, der das irgendwie geschickt und viel Diplomatie diese ganzen Hetzerei beseitigt. Wir wollen hier multikulti-mäßig Seite an Seite zusammenleben. Ja, die Welt schaut auf Deutschland. Deutschland wird geliebt in allen Ländern wegen unserer Wirtschaftsexporte, Tourismus etc. Also sollte sowas auch erhalten bleiben.